Jetzt will ich mir nochmal einen Wolf holen. Ich glaube nicht, dass wir die tamen können. Ich glaube, die sind sehr finstere Gesellen. Hey, finsterer Gesell! Also ich hätte gern Geräusche bei den Viechern. Das Viech sieht so böse aus. Aber die sind langsam. Alter! Die sind super langsam. Alter, ey! Und wir kriegen schon wieder neue Items. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen neuen Items machen soll. Ich schau mal ganz kurz rüber. Anna Zeranski fragt, ob ich einen Donut möchte. Und das wäre jetzt sehr schön. Ach, jetzt ein Donut. Alter, 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 lass das. So, Level 21. Aber verdient, weil wir erkämpfen uns das hier momentan gerade, ganz ehrlich. Na, du Kleiner. Und wer sich wundert, warum wir die so schnell wegschnaften hier, die Monster, wegschlachten, das liegt natürlich daran, dass ich hier immer noch das Megaschwert habe. Was ist das? Ach, hör auf. Das ist doch unfair. Dagegen kann ich gleich nur eines tun. Soll ich das wirklich machen? Ich bin mir nicht so sicher. So, wuff, wuff, Idiotenhundis. Mieze Mounts, wir ziehen den Friedhof dann also um. Das sollte ich aber vielleicht bei Tag machen, weil das Problem ist, wir haben jetzt einfach zu viele Viecher. Das ist natürlich super für unseren XP-Level, aber im Grunde genommen... Blim, blim, blim. Im Grunde genommen ist es ein bisschen blöd zum Bauen, ist es ein bisschen umständlich, wenn da dauernd immer irgendwelche Viecher ein- und angreifen. Und außerdem clustern wir uns ja das Inventar auch ein bisschen zu mit dem Scheiß. Und vor allen Dingen nachts im Wald wird es eh schlimm. Da werden ja immer Viecher spawnen. So, ihr habt's gewollt, ihr sollt es kriegen. Jetzt ziehen wir den Friedhof einfach um. Es gab ein paar Beschwerden, dass der nicht im Wald ist. Es wurde sich, also nicht Beschwerden, es wurde sich halt gewünscht, dass der im Wald ist. Ich wollte es ja eigentlich so machen. Ich baue ja immer so ein bisschen, ich baue ja nicht immer so für das Jetzt, sondern ich baue immer für das Später. Das heißt, wenn ich hier einen Friedhof rumbaue, dann habe ich so im Hinterkopf, dass hier zum Beispiel später noch so Stadt ist, bla bla bla, dass der Friedhof so ein bisschen stadtteilmäßig mit eingegliedert ist und so weiter. Und, aber wenn ihr den lieber im Wald haben wollt, ist natürlich auch gar kein Problem. Ich richte mich dann natürlich gerne an die Wünsche. Und in diesem Sinne, das ist ja schnell gemacht. Das ist jetzt nicht so, du ziehst das LP in die Länge. Ich ziehe dir gleich die Klöten in die Länge, mein Freund. Nee, ernsthaft. Das ist ja jetzt kein langer Aufriss. Huch, ach ja. So, muss ich nur gucken, dass hier nichts übrig bleibt. Auch die Mieze Mounts müssen wir umziehen. Ich würde die Endermänner da hinten gerne mal um die Ecke bringen. So, blöd ist nur Obsidian, wisst ihr selber. So, Antonia Blub fragt mich gerade, wann ich zuletzt ein Buch gelesen habe. Das ist gar nicht so lange her. Ich lese nämlich momentan eins und das heißt, er ist wieder da. Und da geht es, aber ich ja schon erzählt. Da geht es um den auferstandenen Hitler. Was ist das denn da hinten? Der kriegt irgendwie Damage. Und ich kann das Ding hier nicht mitnehmen, weil wir schon offenbar wieder zu viel Scheiße an Bord haben. Komm, schmeiß ich den Sand weg. Der ist natürlich viel sinnloser. Schleimball kann ich eigentlich auch wegschmeißen, weil wir haben jetzt... So, Gott sei Dank, da kommt noch der Nächste. Hey, na, du kleiner Moppelmann. Hallo, 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 hallo. Wer ist der Fröhliche? Wer ist der Fröhliche? Guck mal, wie er lacht, guck mal, wie er lacht, guck mal, wie er stirbt. So, vielen Dank für den Schleim. Da hinten wieder Skorpion. Noch ein Creeper. Da hinten sind noch mehr Schleime, weil wir hier ja gerade in einem Sumpfbiom sind, der als solcher deklariert wurde, nachdem die Biome abgeändert wurden. So, hier die Büsche könnte ich eigentlich stehen. Ach komm, ich lass die mal stehen. Können wir später noch abbauen. Ruheratte, tatsächlich. So, die Frage ist natürlich, wo ziehen wir den Friedhof hin? Ich habe mir da schon mal was ausgeguckt. Ich habe da schon mal was vorbereitet. So, Nikro sagt, Minecraft ist voll doof, oder? Natürlich ist Minecraft voll doof. Zumindest dann, wenn man... Das finde ich so ein bisschen schade. Muss ich ganz kurz drüber referieren. Ich finde so... Da komme ich gerade nicht hin. Ich finde so ein bisschen schade, wie zum Beispiel so Shooter und sowas. Shooter machen ja Spaß. Es gibt eine ganze Menge davon. Oh, ich muss die Schleime mal holen. Aber das Problem, was ich sehe, ist, dass Shooter einen gewaltigen Nachteil haben. Die sind ja immer super schnell, weißt du, immer super actionreich,
super, super von einer Szene in die nächste, bla bla bla, und du hast es halt nach, ich weiß nicht, nach 5 Stunden durchgespielt, was weiß ich, wie lange die halten. Und durch diese ganzen Shooter und diese ganzen sehr kurzweiligen Spiele geht die ganze Aufmerksamkeitsspanne der Leute runter. Vor allem der Spieler, die haben nicht mehr so viel Geduld. Also viele Spiele haben nicht mehr die Geduld für langsame Spiele oder wo man einfach auch mal ein bisschen Geduld braucht oder einfach mal ein bisschen Herausforderung. Nehmen wir mal zum Beispiel Grim Tales als Gegenbeispiel. Wo kommst du denn her? Bisschen übertrieben viele jetzt hier, ne? Nehmen wir mal Grim Tales als Gegenbeispiel, wo man halt auch wimmeln muss, wo man auch teilweise Rätsel hat, die länger gehen, wo man auch ein bisschen länger braucht. Da haben viele einfach nicht mehr diese Geduld, das überhaupt auszusitzen oder das überhaupt zu spielen oder auszuprobieren und so weiter. Und ich wollte den Friedhof übrigens hier so hinmachen, ne? Hier so. Ist am Wegesrand noch, ne? Ein bisschen im Wald rein, aber halt so, dass wir trotzdem Wald drumrum haben. Also ich will den nicht inmitten des Waldes, dass man da 1000 Kilometer laufen muss. Der muss schon bei der Stadt sein. Das wisst ihr selber, ne? Habt da schon Verständnis für. So. Auf jeden Fall, das finde ich so ein bisschen schade, dass dieses Geduldige so ein bisschen weggegangen ist, ne? Dass man früher musste man sehr viel Geduld mit dem Spiel mitbringen. Und vor allen Dingen, jetzt gibt es ja so eine Spiele wie VVVVVVVV. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen oder... Ich weiß, wie heißen die alle? Diese super schweren halt, ne? Wo du halt dir richtig viel Mühe geben musst, wo du 1000 Mal krepierst und so weiter. Und das war früher ganz normal. Da hast du halt Spiele gehabt, da musstest du halt 1000 Mal sterben. Und vor allem, du hast ja dann für 20 Marken Spiele gekauft. Wenn wir ganz weit zurückgehen, hast du jetzt noch auf Datasette gekauft, auf Kassette. Da hat der Ladevorgang eine Dreiviertelstunde gedauert. Ne, da hast du eine Kassette eingelegt und da kamen so bunte Streifen die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Und dann kam erstmal irgendwie so ein Spiel, wenn du Glück hattest. Manchmal ist er dann noch einfach abgeschmiert. Wo sind denn die Stones? Die Stones! Ach, die Stones. Ich bin so doof. Die Stones sind natürlich nicht mehr dabei. Ich bin so schlau. Ich bin der schlauste einer. Wenn ich es nicht weiß, ja, dann weiß es keiner. So. Dann geht der Friedhof da so, dann ist der Friedhof doch im Wald. Ne, hier ist schon der Wald, fängt an. So. Den nehme ich nochmal mit. Einfach, damit wir uns noch ein paar Sticky Pistons machen können. So, hier nehme ich mal Gravel mit. Soul Sand nehme ich auch mal mit. Den Obsidian habe ich liegen lassen. Ich bin natürlich auch ein Vollschorsch. So, ach nein, den Kies hole ich dann später ab. Ich muss erstmal ein bisschen Gekrempel wegbringen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem ganzen Gezuppel aus dem Mo Creatures Mod machen soll. Wenn ich das jetzt alles mitnehme und irgendwo reinlege, das Problem ist, wenn ich ein Update fahre beim Minecraft und die Mo Creatures noch nicht geupdatet ist, dann verlieren wir sämtliche Objekte, die wir gesammelt haben. Die sind einfach fatze weg. Und das war's. Wenn ich jetzt aber, aber ich warte eh mit den Updates bei Minecraft, warte ich jetzt eh immer, bis die Mods auch geupdatet werden. Also das Let's Play wird bei den Updates immer ein bisschen nachziehen, einfach weil ich die Mods auch gerne mit drin haben möchte. Deswegen sage ich mal sowas wie rohe Ratte und sowas. Tun wir uns mal in die lecker Fleischkiste vorerst. Mal gucken, was wir damit machen. Ich weiß es selber noch nicht. Was haben wir hier noch? Verrottenes Fleisch kommt natürlich auch mit rein. Und Chitin, weiß ich überhaupt nicht, wo das einzuordnen ist, ehrlich gesagt. Birkensetzling nehmen wir mit. Aber Chitin, was soll ich mit Chitin jetzt machen? Und hier haben wir noch Pelz. Tja, was mache ich damit? Ich packe das erstmal alles in unsere Ramschkiste. Ach ja, und hier haben wir, Alter, 15 Schleimbälle. Wie selten die früher waren. Wie oft man die jetzt kriegt. Unverschämt. So, Stickies haben wir auf jeden Fall jetzt mehr als genug. Die nehme ich aber alle auch mal mit. Das Obsidian, doch, das werden wir noch brauchen. Da liegt ja das Evil Chikun. So. Laufe ich mal schnell wieder zurück, dann hebe ich die Gräber aus, lalala. Mieze Maunze fragt gerade. Immer, ich irgendwie Mieze Maunze, ja, ist wirklich so. Was? Keine Ahnung.
habe ich jetzt. Mist, jetzt ist das vorbei, was sie gerade gefragt hat. Wovor hast du richtig Angst? So, wovor ich richtig Angst habe. Puh, das ist eine gute Frage. Cry of Fear. Nee, weiß ich nicht. Also Cry of Fear ist ja so eine Sache, das sind ja so Spiele, da steigert man sich gerne auch mal rein, ne? Das, wenn du das aufnimmst oder wenn du das spielst, wenn du das aufnimmst, da musst du dich reinsteigern, um dich auch wirklich richtig zu verjagen und so weiter, damit du auch voll dabei bist. Das macht dann noch mehr Spaß. Ist viel anstrengender aufzunehmen, aber ganz ehrlich, was hätte ich denn an Horrorspielen für einen Spaß, wenn ich da einfach so daneben sitze und das nicht an mich rankommen lasse, so von wegen, ja, okay, Das wären A, bestimmt super Aufnahmen und B, würde ich mir das Spiel damit selber vergällen. Da gibt's ja auch ab und zu mal so ein paar ganz reife Jungs, die sich beweisen wollen, was die für riesen Klöten haben. Dann schreien die da, oh, das ist voll langweilig, ey, voll ein langweiliges Spiel, hab mich voll gelangweilt. Ja, ganz ehrlich, aber dann nehmen sie sich halt selber den Spaß dran, ne? Ist ja einfach so. Aber bevor ich richtig Angst habe, ich glaube, das ist, Huch! Alter, was? Greifen die an? Nee. Wo ist der hin? Wie kommt der da oben hin? Wie mies ist das denn eigentlich? So, Chitin kann ich jetzt nicht mitnehmen. Chitin. Aber hier kann ich natürlich hier, zack. Level 22 sind wir wieder. Da können wir bald. Da ist schon wieder mit so einem Mini-Skorpion. Ich glaube, die werden dann schnell. Werden die auch dann groß, wenn man die lässt? Flunkerbell fragt gerade, findest du Beziehungen okay? Hä? Natürlich finden. Hä? Was soll ich daran nicht okay finden? Ich verstehe die Frage nicht. Ich bin zu doof für die Frage. Und ich hab natürlich. Ach, ich bin so blöd. Ich wurde auch gebeten, größere Grabsteine zu machen, also nicht nur diese komischen kleinen Dinger dahin zu setzen, aber ich muss da, glaube ich, ein bisschen mischen. Ich muss jetzt mal Stein holen. Ich muss da ein bisschen mischen, damit wir. Damit wir. Also bei großen Grabsteinen ist das Problem. Ich kann die zwar größer machen, ich könnte theoretisch auch Kreuze setzen, was aber wieder eine Religion voraussetzen würde. Aber wenn ich die Grabsteine größer mache, dann ist das Problem. Was ist das Problem? Habe ich jetzt vergessen. Nee, das Problem ist dann ganz einfach, dass wir dann nicht genug Platz auf dem Friedhof haben. Der wird ja nicht so riesig. So. Jenny0094 fragt gerade, schon mal in so einem richtig üblen Albtraum gewesen? Ja, weiß ich nicht. Was kommt drauf an, wie man Albtraum definiert? Ich habe so ein bisschen über schlechte Zeiten, habe ich ja schon erzählt. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass ich aufwache. Und dann liegt ein Monster neben mir oder so, irgendwie sowas. Und wenn, dann habe ich ihr Busgeld gegeben. Nein, nee, aber ganz ernsthaft. Ist mir so noch nie passiert, dass ich im Albtraum bin. Habe ich hier gerade einen Skorpion gesehen? Nee. Ich werde schon paranoid. Seelensand. Rose. Rose kann ich mitnehmen. Alter, ich muss die Strings loswerden. Ich muss das Leder loswerden. Ich habe irgendwie so Mist, so Mini-Mist im Inventar. Da nehme ich mal Steine mit. Jetzt muss ich mal ganz kurz nicht quatschen, sondern ein bisschen konzentriert sein. Strings hier rein. Die Pfeile kann ich auch ablegen. Sind die hier drin? Nein, die sind, glaube ich, da drin. Die Pfeile sammeln sich auch so langsam, ne? Genau wie die Knochen hier. Zack. Die kann ich dann ablegen. Die Schilder nehme ich nochmal mit. Den Sand. Dauert schon wieder viel zu lange eigentlich. Aber es liegt daran, dass ich so unkonzentriert spiele gerade, weil ich ja nebenbei immer noch die Pimps laufen habe. Alter, ich wollte den Stein mitnehmen. Was ist denn los? Der Stein ist da drin. So, 64 Steine werden gerade so reichen. Und ich habe das Gefühl, es wird gleich wieder Nacht. Jo, die Sonne setzt sich schon langsam dem Firmament entgegen. Die Abendsonne blendet uns. Ach ja. BurningFork01 fragt, wie ich es finde, 1 Million Abonnenten zu haben. Gar nicht schlecht, ne? Nee, weiß ich nicht. Wie soll man das finden? Also, ich will mich da ja nicht beschweren, aber ich muss sagen, dass ich mir jetzt hoffentlich auch nicht irgendwie was drauf einbilde, weil, weiß ich nicht. Macht mich ja nicht
zu einem besseren Menschen oder so. Ich freue mich halt, ist halt eine Ehre, also so gesehen ist es halt eine Ehre, muss man schon sagen. Gerade so für mich, als ich angefangen habe, da waren Waititi und die Außenseiter ja schon riesig, muss man mal sagen. Und für mich ist es halt eine Ehre, dass ich da in dieser Liga mitspielen darf überhaupt. Das ist ja so, Waititi habe ich damals kennengelernt über Besom, der Besen. Also nicht persönlich kennengelernt, sondern nur die Gruppe an sich habe ich kennengelernt. Ich gehe mal schlafen. Ich werde den Friedhof niemals zu Ende bauen, weil es immer Nacht wird. Und ich habe jetzt keine Lust, dass ein Creeper hier alles in Luft jagt von hinten. Tut mir leid, wenn ich nur hin und her laufe, ne? Naja, und jedenfalls finde ich es schon sehr krass, was daraus geworden ist. Aber das habe ich auch erst 1 Milliarde Mal erzählt. Das ist bestimmt total spannend, wenn ich das jetzt noch einmal erzähle. Das will jeder hören, das weiß ich genau. So, wieso hüpfe ich jetzt eigentlich dauernd? Habe ich mir von Hunger Games voll angewöhnt. Ich will doch nicht immer hüpfen. Und jetzt haben wir wieder Hunger. Nichts gepackt, aber wieder fressen wollen. Das sind die richtigen. So, was machen denn die Schafe? Alter Schwede. So viele Schafe. Ich habe übrigens noch eine Mod installiert. Die kann ich gleich mal demonstrieren. Moment. Die freche Lini fragt gerade, was ich zum Frühstück esse. Meistens ein Kaffee oder ein Cappuccino. Und selten auch mal so Toast. Huch! Ach, guten Tag, der Herr! Der Postbote ist da. Ich kriege ein Paket von DHL. Gib her! Los, gib das her, das Paket! Der ist gestorben und hat sich wegteleportiert? Willst du mich verarschen, Notch? Was ist das denn für ein Arsch-Enderman-Verhalten? Wenn die tot sind, können die sich doch nicht... Das ist ja unverschämt. Stirbt und macht wut und ist weg. Und nimmt die Erfahrungspunkte mit und das schöne DHL-Paket. Alter, der Drecksack. Dem gebe ich nochmal Trinkgeld, weißt du? Schweinerei. Ist er sicher Schweinerei? Das finde ich nicht gut. Jetzt finde ich auch nicht, wo der gelandet ist. Naja, egal. So, jetzt aber endlich mal zum Friedhof. Dann ist aber mal gut. Huch! Alter, bist du bekloppt? Wir werden niemals dazu kommen, den Friedhof zu bauen, wenn es hier weiter so geht. Jetzt wisst ihr auch, warum ich dann immer auf Peaceful gehe, um hier zu bauen. Ganz einfach deswegen, weil wir dann nie dazu kommen, überhaupt was zu bauen. Weil ich ständig nur das Schwert schwingen lasse. Das bildet langsam eine rotierende Scheibe. So, huch! So, wenn du ein Baum wärst? Jutaku fragt gerade, wenn du ein Baum wärst, welcher wärst du? Das sind heute Fragen. Eine Krüppelfichte wahrscheinlich. So, Stein habe ich jetzt dabei, ne? Und ich habe auch Kobbel dabei. Ich könnte jetzt theoretisch hier mal... Pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich habe den Friedhof noch nicht zu Ende gebaut. Von der Umrandung her einfach... Weil ich dann mal hier, zack, mache ich hier einen Stein hin. Dann kann ich hier einen Stein hin machen. Und hier könnte ich dann theoretisch mit ein wenig Abstand, mache ich hier noch einen Stein hin. Huch, das passt ja sogar mit dem Zeug hier. Wobei, da müsste ich jetzt, ach Mist, dann ist das Stone weg. Naja, egal. Wir haben ja genug. Mache ich mal entlang der Vorschläge, kann ich dann ja mal sowas hier machen, dann muss ich da die Blätter allerdings wegräumen, so ein bisschen. Die hängen zwar hier ein bisschen auf den Friedhof, finde ich aber okay. Jetzt ist die Frage, wie mache ich? Mache ich es so? Da kannst du hier halt ein größeres Grab machen. Und dann theoretisch kann man auch, da noch was drauf machen, das wäre, ja doch, kann man so machen eigentlich. Links und rechts noch Kerzen, Torches drauf. Sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehtes, sieht nicht aus wie ein umgedrehtes Kreuz, das sieht aus wie ein Schwert. Ja, geil. Das sieht schon wieder mächtig aus. So, dann machen wir den Friedhof vielleicht doch ein kleines bisschen größer. Dazu muss ich den Baum da leider mal ganz kurz out of the way prügeln. So, den mache ich mal ganz weg. Weil dann haben wir wieder Holz. Ach, das ist ein Riesenbaum. Scheiße. Hat mich schon gefreut. So.